Nachdem der Josef auch in seinem Daheim war und gemerkt hat, dass Maria ging noch bei der Elisabeth und beim Zacharias geblieben ist, hat er seinen Sohn Joel schicken, für sie zu reichen. In dem Moment ist Maria gerade in der Tür hineingestanden. Sie hat mit ein paar Reisenden können heimkommen. Sie haben nämlich mit dem Wagen mitgenommen. Der Josef hat eigentlich gerade ein bisschen kriegen mit der Maria, weil sie so viel lang fort war. Und gleich hat er selber gespürt, dass er eigentlich ein schlechtes Gewissen gehabt hat, dass er während dieser Woche nicht zu der Maria geguckt hat. Auf alle Fälle, Maria hat eine sättige kindliche Freude gegeben, den Vater Josef zu sehen, dass sie ihm um den Hals gesprungen ist und ihn ganz fest geherzt hat. Im Josef ist das so zu Herzen gegangen, dass ihm gerade ein paar Tränen aus den Augen gelaufen sind. Er hat dem Herrgott dafür gedankt, dass Maria zu ihm kommen konnte. Und gleichzeitig hat er aber den Herrgott auch darum gebeten, dass er gut zu ihnen schaut, weil der Herrgott ja gerne die, die er am liebsten hat, am stärksten prüfen. Aber Maria hat auch da tröstende Worte gefunden. Sei nicht betrübt ab dem Willen vom Herrn. Wir wissen ja, dass er es mit seinen Kindern nur gut meint. Was Schlimmes soll uns da schon passieren? Auf die beruhigenden Worte hin ist es im Josef um mich viel besser gegangen. Und er hat gesagt, ja, unser Gott ist ja Vater voller Güte und Erbarmung. Und so geschieht alles ganz nach seinem heiligen Willen. Als Maria im sechsten Monat schwanger war, hat Josef Argwohn empfunden. Irgendetwas hat da nicht stimmen. Da hat er seinen Arztfreund bekommen. Und der hat sofort erkannt, dass Maria schwanger ist. Ja, der Josef ist aus allen Wolken gekommen. Weder seiner Söhne noch er, ja noch der Zacharias, wer könnte da irgendetwas mit der Maria gemacht haben? Er hat mit der Maria geredet. Er wollte wissen, wer was sie geschändet hat. Dabei ist der Josef so in Rage geraten, dass die Maria in Tränen ausgebrochen ist. Da hat sich der Josef ein bisschen gemässigt. Und die Maria hat den Mut gefasst und gesagt, so wahr an Gott lebt, so wahr bin ich rein und unschuldig und weiss bis zur Stunde von keinem Mann etwas. Ich bin ja selber noch ein Kind und verstehe nicht die grossen Geheimnisse von Gott. Da hat sie alles erzählt vom Erzengel Gabriel, was ihr erschienen ist. Bei diesen Worten ist der Josef erklüpft. Er hat eine geheime Ahnung in sich empfunden. Tief in seinen Gedanken versunken, hat er an eine Lösung studiert, wie er könnte Maria helfen, wie er seine ganze Familie könnte retten. Ja, sollte sie auch an einen Ort hingehen oder die Maria irgendwie verstecken. Müde ist er eingeschlafen. Da ist ihm der Erzengel Gabriel erschienen und hat zu ihm gesagt, Josef, mach dir nicht Kummer wegen der Maria, die reinste Jungfrau vom Herr. Was sie ja unter dem Herz tragt, das ist erzeugt vom Heiligen Geist von Gott. Und du sollst ihm, wenn es geboren ist, den Namen Jesus geben. Am nächsten Morgen hat der Josef die Maria erleichtert umarmt und hat ihr erzählt, dass der Engel bei mir war und dass sie das Baby Jesus Sohn nenne. Die Maria war überglücklich. Und von dem Moment an
war sie im Haus von Josef tiptop aufgehoben. Er hat sie gehütet, ganz sorgsam.